mein Sofa hat er rausgezogen. Das war von mir, das Sofa. Ja? Ja. Tolles Sofa. Ja, ja, war schön, war Leder. Leder, ja, wunder, aber da sind noch wunderschöne Strukturen drin. Was ist noch drin? Schade, schade für Ihre schöne Stück. Ja, das sind noch. Aber das waren Feuer. Das Feuer brennt alles. Ja. Macht es sauber. Es waren okay. Jugendstilstühle. Oh. Schauen Sie mal. Das Sofa, das war ein Ledersofa. Warte mal noch mal bitte. Das war das, ja. Ich mache das. Der ist in Italien. Schau mal, was für Figur. Wahnsinn, ey. Warte, das war's. Das war schön. Ride. Ride Bajaccio. Peccato. Peccato la signora è un po', c'ha già un po' di anni, altrimenti si potrebbe subito combinare qualcosa. Ja. Sono felice di una Roma. È tutta legna che viene buttata via, no? Io la raccolgo. E costruisco da Schmussedission. Okay, Domenico De Angeli, geboren 1951 in Casette. Ich hab. Casette, K. Sette, ja, also C A S. C A. No, C. C A. Ah, no, entschuldigo, Casette ist so, pass auf, hier, schau mal. Casette, ja. Casette. Casette. Ja. Massa. Massa Carrara. Carrara? Sì, Massa Carrara. Doppel. Ja, bravo. Allora. Da warst du wie lange? Da war ich bis 20 Jahre alt war. 5, 8 Schule, no, normalerweise. Also 4 Jahre war in die Klosterschule. Ja, naja, gut. Schule, egal. Normalschule. Ja. 8 Jahre. 8 Jahre? Ja. Und dann Lehre oder so? Sie, Metzger. Lehre. Metzger. Metzger in Pietrasanta. Metzger? Als Metzger. Alles klar. Irgendwo da ist der Metzger. Und dann bist du wann nach Deutschland gekommen? Deutschland bin ich. 61 oder wann? Ja, sowas, ja. Mhm. Siehst du, das steht alles so, siehst du, Abentur hinter sich, er hat sich nach Deutschland gekommen und eine Frau lag zu lange. Danach weiß er nicht, wie viel. Unter Verlogen, Beruf und Abentur dominiert die Städte die Malerei. Die Berufe dienen zu Farbe und Leinwand zu kaufen. Und auch das Übrige diente eindeutig denselbe Zwölf. Das steht ein bisschen auch so die ganze Geschichte. 61. Nach Recklinghausen. Recklinghausen. Ja. Recklinghausen. Und du hast dort schon, du hast dort in Italien schon gemalt? Ja. Also, weil mein Bruder selbst gemalt hat, no? In die Kloster. Mein Bruder war in die Kloster und da haben wir immer Farbe gebracht und habe ich dort
das war auch die Geschichte, dass ich als Mann, du kannst in die Kloster reingehen, als Junge, no? Und das war auch so, da bin ich immer in sein Zimmer von meinem Bruder gegangen und da siehst du den kleinen Bett, die Schreibtische und den Staffelei. Und ich kann noch mich heute erinnern, die Elfarbe, wie die riecht und die Terpentin, das hat mich irgendwie stimuliert, verstehst du? Wie eine Droge, no? Hai capito? Und da in Regenklausen, alles mögliche Beruf. Von Clown bis also, wie heißt das, Fensterputzer bei und dann bin ich verheiratet in Regenklausen, Gott sei Dank auch wieder geschieden, aber alles Beruf, Bundesbahn, Montage, als Schloss, ich habe unter Tage gearbeitet, alles mögliche.
Ich habe die Erlaubnis gefragt. Du musst jetzt den Zeltboden zusammensägen, oder was? Ich habe den nicht gefragt. Ne? Ich habe deine Säge mitgebracht. Hast du gesehen, was ich für Holz habe? Nee. Ah, von da kaum. Wunderschön. Ja, ich mag deine große Stabe, kannst du an die KW mitnehmen. Was? Ist das deine? Nein, das ist vom Theaterfestival. Aber also, ich habe meine dabei. Alles klar. Aber morgen und sonst ja. Zwei Säge kann ich nicht. Die steht da hinten in der Küche mit Benzin. Alles klar. Ciao, Bella. Ciao. Salute. Das sind die beiden. Die Sonne ist zu groß. Ich bin jetzt zu groß, oder? Wo ist der? Trinkst du? Ja. Wo ist der die? Lisa? Kaiserbad. Oh, ich bin total fett. Machst du wieder Kunst, ne? Aber leider kann man nicht weiter wegen Theaterstücken, weißt du, den Freund. Und da will ich nicht mit der Säge arbeiten. Okay. Das war die Charita, die Creo und die Rosalie. Aus Gruppe von Marianne. Nein.
ecco, signora, prego. Un momento. Pardon. No, Montepulciano, scusi, scusi. Mi scusi. Prego, signori, prego. Finché sei sluco. Tu questo di Napent by Roberto? Ma sapete che ti ha chiesto che ti plaite? Il plaite che gang, guarda? Mit 200.000 Mark Schulden. Was macht jetzt? Ja, jetzt macht er wieder keiner irgendwo. Oh, hallo, bitte, bedient euch. Oder soll ich euch. Und dann gibt es keine mehr. Finito, bitte. Auf euch. Auf das Leben. Signorina, prego. Jetzt kommt die Figur raus. Also, eine Stoße darfst du schon runterschmeißen, wenn niemand Lust hat, okay? Von euch? Wer hat Lust? Wie viele Leute? Mamma mia! Okay, reicht, komm. Aber das bitte nicht. Also, diese Holz natürlich, bitte. Ich wollte zum Beispiel dieses schon runterschmeißen mit. Das ist. Komm! Runter, alles, okay? Okay. Runter, alles, grazie. Sehr gut, sehr gut. Ja? Okay. Okay. Yes. Claro, ven.
Ja, also ich bin inspiriert worden zu dieser, zu dieser Initiative hier von meinem Freund Domenico, der mit Holz arbeitet, und zwar mit Abfallholz, was er irgendwo findet und sammelt und zersägt und dann in irgendwelche Mauerlöcher und irgendwelche
Türrahmen hineinsteckt und bemalt und wahnsinnig tolle Objekte daraus macht. Ja. Und da habe ich mir überlegt, weil ich ja auch fürs Fernsehen arbeite, dass man mal so ein Holz in einen Fernseher hineintun könnte. Also wenn ich fernsehe oder in die Ferne sehe, da sehe ich eine riesengroße Industrie sich aufbauen, die mit Video- und Kabelfernsehen und Satellitenfernsehen und so die Menschheit überwuchert und das eigentliche Leben irgendwo ein bisschen zerstört dabei. Weil ich weiß ganz genau, dass ich kann mit meiner Arbeiten, mit Malen, ich weiß ganz genau, dass ich kann jetzt ihre Bilder malen. Wunderbare Bilder, verstehst du, auch kräftig und mit einer Sagen. Aber auf der anderen Seite ist nur ein Kampf gegen die Einsamkeit, das Malerei, das Bildhauerei, alles möglich. Verstehst du?